Sie da sind. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Hier ist Landskoch am späten Freitagabend. Ja, Sternenhimmel möglicherweise bei Ihnen zu Hause. Wir haben Sterne hier. Gleich drei Sterneköche in einer einzigen Sendung. So viele Sterne waren noch nie. Und dazwischen eine Frau, nämlich Rita Eckmann, die sagt, ich suche einen Mann. Dabei soll sie eigentlich kochen. Hier sind sie. Andrea Studer, Johannes King, Alfons Schubeck, Johann Lafer und Rita Eckmann und Sarah Wiener. Hallo, grüße dich, freue mich. Hallo, 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 hallo. Sarah, servus. Hallo. Johannes, freue mich sehr. Moin, moin. Moin, moin, moin. Hallo, grüße dich. Hallo, Johann. Alfons, servus. Hallo. Johannes, du sagtest eben gerade Moin Moin. Moin, ne? Moin, ja, das gilt ja überall. Gilt überall, aber ist es, ich habe mal gehört, wenn man Moin Moin sagt, ist es eher noch früher morgen. Wenn man nur Moin sagt, ist schon abends. Ja, oder die einen sagen dann, die echten Friesen, die sagen eh nur einmal Moin, weil mehr kriegen sie gar nicht raus. Ja, ja, genau. Die sind so maulfaul. Das ist so das Moin Ding in Moin. Und wenn einer zweimal Moin Moin sagt, dann ist ein Touri. Schwätzer. Genau. Schwätzer, ja. Genau. So Fernsehmoderator. Aber bei mir gilt trotzdem Moin Moin. Okay, also darf man auch abends. Ja, logisch. Man blamiert sich auf Sylt bei dir zu Hause nicht sofort und outet sich als Touri, wenn man Moin Moin sagt. Nee, das ist alles okay. Du hast recht, bei mir sagen, grüß Gott. Am ganzen Tag. Ja, das guter Abend. Ne? Grüß Gott, das ist eine Höflichkeitsform. So ist es. Und Moin Moin, das gilt eben von morgens bis abends. Das hat nichts mit morgen zu tun. Zwei Sterne. Johannes King, gebackene Sylter Royal Austern auf Champagnerkraut. Da werden wir gleich noch mal drüber reden. Und ich darf Ihnen gleich zu Beginn, Rita, nicht weglaufen. Nein, dann bleibe ich hier. Eine Frau vorstellen, die zum einen eine großartige Köchin ist, selber aber sagt, also kochen kann ich eigentlich gar nicht. Nein, nein. Es macht mir viel Spaß, einfach viel Spaß. Und ich koche so aus dem Handgelenk so und dann wird das was. Und meine Buletten zum Beispiel fallen auch jedes Mal anders aus. Wirklich deine Buletten? Ja, die habe ich gemacht, da warst du nicht da. Also, du hast was versäumt. Hat er was versäumt? Ich habe noch nie eine Kandidatin bei der Küchenschlacht gehabt, wo ich mir fast sicher war, dass sie am ersten Tag ausscheidet und am letzten Tag hat sie gewonnen. Ja. Rita Eckmann, meine Damen und Herren, aus der ZDF-Küchenschlacht. Ja. Ja, genau. Du brauchst aber deinem Lehrling schon ein bisschen auch Luft lassen. Ja? Ich habe, ach so. Du darfst ja nur delegieren jetzt. Ja, doch. Du musst ja so tun, wie wenn es dich Freude machen würde. Dann. Also eigentlich kenne ich das auch umgekehrt. An dieser Stelle steht der Herr Lafer dann eigentlich hier und guckt zu. Ja. Und Rita, Sie würden dann jetzt kochen. Ja. Das war der Gedanke. Ist auch richtig, ja. Ich fange auch gleich an. Gut. Mit diesem Gericht übrigens steht und fällt. Der Salat ist ja nun gekauft. Aber mein Dressing, das steht und fällt damit. Und das will ich dir sagen, das mache ich. Das war ein Wort. Rita Ecker, meine Damen und Herren. Rita sucht angeblich einen Mann. Wir haben hier schöne Männer. Na dann. Andreas. Grüezi. Servus. Grüezi geht auch immer. Geht auch, ja? Andreas Studer ist bei uns. Nabig. Nabig hast du Nabig, gesagt. Ja, Nabig, ja, ja. Nabig. Und zwar mit einem Gericht, von dem ich noch nicht so ganz genau weiß, was ich davon halten soll. Das Ding nennt sich nämlich Über den Dächern von Nizza. Das kann ja alles und nichts sein. Genau. Wir hoffen eher auf alles, um ganz ehrlich zu sein. Das hoffe ich doch schwer auch. Ja. Und dahinter kommt noch ein Salat. Also Über den Dächern von Nizza Salat nennt sich das Ganze. Salat Nisoas. Genau, es ist so ein bisschen eine Anlehnung an Salat Nisoas. Aber das wäre natürlich so, wie soll ich sagen, es ist natürlich ein guter Standard. Mhm. Es gibt in Nizza übrigens ganz wenige Restaurants, wo man einen richtig guten Salat Nisoas bekommt. Claudia Kleberg hat neulich hier falschen Salat Nisoas gemacht. Siehst du? Kennst auch, ne? Das ist wahrscheinlich erst mit so falsch war der nicht. Nicht. Also verkehrt war nein, der nicht. Nein, nichts aus der Dose. Der Thunfisch war aus der Dose. Ja, aber der hat Kartoffel reingegeben. Ja. Und beim Salat Nisoas, ja, das war im Grunde früher ein arme Leute-Essen, wo die Leute einfach zwischen Marseille und Genua hin und her gefahren sind, haben sie halt was gekriegt und haben es reingetan. Genau. Deswegen gibt es keinen falschen. Es gibt nur einen, der schmeckt ein bisschen anders. Und du magst halt einen Schweizer Salat Nisoas. Der ist ganz oben angesiedelt, ja, über den Dächern halt. Ne? Über den Dächern, also, genau. Ja, Über den Dächern von Nizza ist ja einfach ein toller Film. Cary Grant und natürlich die wunderschöne Grace Kelly.
Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich mal eine Variante, wo so verrückte Dinge drin vorkommen, wie zum Beispiel Ingwer, haben wir hier. Das ist ja total crazy. Das ist ja sowas von crazy, sag ich dir. Crazy, ja. Ne, so Freitagabend bei dir kochen, habe ich gedacht, so ein bisschen Craziness ist erlaubt. Da kommt sogar Koriander rein. Mhm. Und da kommen, stell dir vor, auch Fonsi wird es gleich merken, da kommen selbst bei mir kommen Kartoffeln rein. Ein neue Wahnsinn. Kartoffeln mit ganz viel Vitamin und ein bisschen Avocado. Mhm. Aber erstmal natürlich einen wunderschönen Fisch und der kommt garantiert nicht aus der Dose. Können wir mal angucken hier. Gucken Sie mal. Ne? Das ist wirklich ein Traum. Das ist einmal ein richtig schöner Thunfisch. Schlappe 15 Euro sind das, glaube ich. Also, du siehst über den Dächern, das könnte eigentlich ganz gut werden. Da hinten kocht es auch schon, habe ich getrimmte grüne Bohnen. Das gehört unbedingt dazu, finde ich. Die du dann abschrecken wirst nach einer kurzen Ja, genau, Zeit. Unbedingt abschrecken, ganz ja, wichtig. Warum ist das so wichtig? Damit der Garprozess sofort unterbrochen wird, also die Bohnen quasi in sich erstarren, schön grün bleiben und schön knackig bleiben, das ist ganz wichtig. Ich habe schon Eis bereit, das ist im Tiefkühler und die werde ich dann gleich also auf Eiswasser geben. Können wir gleich, ja, wahrscheinlich, wenn du nur hier bist, können wir das gleich machen. Wir haben hier unser Misanplast, wir gucken mal, nimm's eine raus, das kannst du mal drauf beißen, was du sagst, ich würde sagen, die sind eigentlich schon gut. Das waren jetzt so 3 Minuten, wenn die kochen. Bis fest. Wunderbar, ne? schön al dente, also mit den Dinger können wir jetzt gleich mal ab. Ich habe mal gehört, dass man Natron dazugeben kann zum Gemüse, damit die Farbe halten bleibt. Ist da was dran oder ist das ein Schmarrn? Ja, so finde ich jetzt schon ein bisschen Schmarrn. Also hier brauchen wir es bestimmt, nicht. Also kein Natron. Okay. Das ist das wunderschöne Chlorophyll, das Blattgrün ist da drin. Siehst du? Und das reicht eigentlich. Jetzt muss ich einfach kurz mein Eis holen. Kannst mal die Bohnen halten. Genau, Kenia-Bohnen sind auch im Spiel, ne? Ja, genau, das sind die. Das sind sie hier. Kannst mal kurz halten. Was ist denn da der Unterschied jetzt zu einer ganz normalen Haus- und Hofbohne? Aus einer Brechbohne. Sie kommen aus Kenia. Nein, kommen nicht. Also es ist eine Züchtung. Wo kommen die her? Kenia-Bohnen. Ich würde sagen, jetzt im September, die kommen natürlich aus Deutschland. Ne? Aus Deutschland gibt es riesengroße Felder, wo irgendwo im brandenburgischen Kenia-Bohnen wachsen. Genau, Kenia-Bohnen. So, jetzt hole ich aber Eis aus Hamburg. Okay, gut. Der Thunfisch, Andreas. Ja? Das ist für mich immer, ich hin und wieder versuche ich mich mal einen Thunfisch. Die ganz große Herausforderung. Ja, stimmt. Wie viel und wie heiß, wie schnell muss man den anbraten? 1 Minute von jeder Seite? Weniger. Noch weniger? Weniger. Ich gehe hier auf 30 Sekunden. Das können wir jetzt gleich live machen. Sonst hast du hier die Dachpappe von Nizza. Ja, genau, die wollen wir natürlich nicht. Ne? Die heiße Dachpappe von Nizza. Ich möchte natürlich schon hier diese tolle Küchenschlachtgewinnerin, die mich ein bisschen an Grace Kelly erinnert. Ja, ja, absolut. Also, Wirklich. Und zwar die frühe Grace Kelly. Die frühe Grace Kelly natürlich, genau. Also sie hört es gar nicht, sie ist so voll beschäftigt. Also wichtig hier, also Pfanne muss jetzt richtig heiß sein. Ne? Und dann 30 Sekunden von jeder Seite. 30 Sekunden auf jeder Seite. Rausnehmen auf den Teller und dann auch auskühlen, dass der Fisch, ich will den innen natürlich roh haben, ne? Weil das ist so eine wunderschöne Qualität. Das ist die sogenannte Sashimi-Qualität, also Sushi-Qualität. Kannst du auch so essen, ne? Ja, kannst du auch so essen. Magst du probieren? Sehr gerne. Ja, also kannst du. Können Sie auch mal gerne ein kleines Stückchen Thunfisch? Wer traut sich? Ja. Ich komme gleich mal vorbei, ja? Also machen wir mal kurz Schnittchen. Ein Tellerchen hier. Ja, sonst gibt's wieder Ärger. Also dürfen die gleich mal probieren. Einfach mal genau so, wie er jetzt ist. Ja, noch, komm, eins spendierst du uns noch. Einen machen wir noch, also, aber nicht zu viel, ne? Der Herr Studer ist Schweizer, ne? Mike, da. Ja, ich meine, so eine gewisse Präzision. Gesprochen. Ja, muss ja komm, alles eins noch aufgehen. Also, einen geben wir noch. So. So. Jetzt geben wir gar nichts dazu, kein Salz, kein gar das nichts. Das ist dann können mal ein Thunfisch. Wie in der Liebe der Herr Gott mit gerne der mag. Schicken Kappe. Sie haben auch geschafft, kaum gemacht. So. Oh, super, richtig lecker. Ist richtig lecker, ne? Ich finde das super. Kann man so roh essen. Ohne Probleme. Wer möchte noch? Sie auch? Thunfisch? Ich arbeite mich nach unten durch. Wir haben selbstverständlich eine neue Gabel genommen. Sie haben es vielleicht so schnell nicht sehen können. Ja? Das ging so schnell. Machen wir immer so aus hygienischen Gründen. Das ist super Qualität. Ein Traum, ne? Traum. Hatten wir auch. Und Sie wollten noch, ne? Und Sie haben eine eigene Gabel dabei. So, warten Sie einen Moment. Wer hat eigenes Besteck mitgebracht? Wer? Okay, all die kriegen nichts. Nein, Quatsch. Kosten Sie mal. So, unser Thunfisch ist schon fertig. Guten Appetit. Wir sehen uns gleich. Danke. 30 Sekunden. So was geht schnell. Andreas. Guck dir das mal an, ne? Hier. Oh, wunderbar. Vorher gesalzen?
Vorher jetzt eben gerade gesalzen, wenn ich es wende, damit man hat fast keine Zeit. Ne? 30 Sekunden sind schnell vorbei. Zack, 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 oben drauf. Was waren die Kommentare? Ich habe es gar nicht gehört. Vor lauter großartig, Kacken. Genial, ne? Sensationell. Typisch Schweizer Gericht. Typisch Schweizer Gericht. Ja. Die Dachpappe könnte was werden. Ne? Also das wird jetzt richtig gut. Fantastisch. Auch hier schon die ersten 20 Sekunden vorbei. Ich hole einen Teller, nehme den raus und dann wirst du gleich sehen. Ein schöner Mann bei der Arbeit. Andreas Studer, meine Damen und Herren. So. Johannes. Ja. Oh. Störe ich gerade? So. Gebackene Sylter Royal Austern auf Champagnerkraut. Ja. Johannes Kiel. Das ist doch hier. Da ist doch. Hast du das gehört eben, ne? Ja, ja. Dieses zustimmende. Ja, genau. Da ist eine Menge Familie auch im Publikum. Das hört sich an wie Gaumensex, oder? Irgendwie schon. Aber die will gar nicht aufgehen. Jetzt hätte ich direkt mal zwei Fragen dazu. Ja, okay. Also, Sylt. Ja. Austern, ja. Royal. Geht es auch mal eine Nummer kleiner? Oder nee, eine Nummer kleiner geht es wirklich nicht. Nee, ne? Aber das sind nur wirklich echte Sylter Royal Austern. Und es gibt in Deutschland wirklich ganz wenige Austern. Mhm. Auf Sylt gibt es einen, der züchtet die. Ja. Und das kommt dann nachher dabei raus, wenn man die 3 Jahre lang hegt und pflegt. Und so sehen die dann nachher wirklich aus. Ich zeige das mal so ein bisschen nach vorne. Also ich so gebe ganz offen zu, ich bin auch jemand, der mit dieser leicht schleimigen Konsistenz hin und wieder seine Probleme hat. Ja gut, jetzt ist natürlich so, ich mache heute mal ein paar Austern, die dann gebacken sind. Also nicht so ganz labberig sind. Okay. Aber eigentlich ist pur das wirklich Wahre. Ja? Und, würdest du eine spendieren? Ja, logisch. Es ist ja möchten so. Möchten Sie mal Auster Royal? Eine richtige Auster essen. Sie zeigen so mutig auf. Ich komme gleich mal vorbei. Also das Erste ist schon mal die Auster richtig öffnen. Genau. Wie? So geht's kannst schon mal du das los. Noch mal eben zeigen? Ich zeig's dir noch mal ganz kurz. Warte mal, ich nehme mal die eine kurz weg. Ja. Hoffentlich brennt bei mir nebenbei nichts an. Aber pass auf, iPhone hilft mir da. Genau. So. Also, pass auf. Ich lege die Auster erstmal ordentlich hin. Ja. So. Dann habe ich hier vorne so einen Nabel. Mhm. Ja, da nehme ich einen Austernöffner, der vorne nicht aussieht wie eine Schaufel, sondern der auch eine Spitze hat. Dann kann ich hier mit dem Daumen drücken. Ich setze hier an, fahre so ein bisschen rein, zack. Knack die weg und jetzt fahre ich ganz vorsichtig mit dem Messer oben am Deckel lang. Ja. Da hängt nämlich der Schließmuskel dran. So. Aha. Guck mal, wie das aussieht. So. Jetzt kann man mal ganz genau sehen, die Auster, wie elegant die da eigentlich drin liegt. Elegant? Ja, das sieht doch. Also mir fallen da viele Adjektive ein, aber elegant ist jetzt nicht das, was. Also, wenn da nur einer drin rumgestochert hat und das Ding sieht halb zerfetzt aus, dann ist das schon nicht mehr elegant. Das soll auch ästhetisch aussehen. Ja, Austern ja. ist ja nichts, was man nur jeden Tag so wegschlabbert. Ach, das beruhigt mich aber. Eigentlich nicht. Aber es ist eben auch etwas, was sehr hoch eiweißhaltig ist, was unglaublich. Ja, ich sag mal, köstliches. Ja. Es gibt Leute, die wollen das nicht. Denen ist das zu salzig, zu fischig oder wie auch immer. So, wenn man jetzt so eine ganz frische Auster hat. Du sagtest gerade eiweißhaltig. Ja. Giacomo Casanova. Ja, das ist ein Gerücht. Ist ein Gerücht? Ist ein Gerücht. Soll angeblich 50 Austern pro Tag. Verstehen Sie? Also ich möchte mal gerne die Frauen fragen. Ja, aber also ist es durchaus so, wenn jetzt so dieser reifere, ältere Vorstandsvorsitzende zu dir ins Restaurant kommt und hat diese sehr junge Assistentin dabei, dass man sich dann verdächtig macht, wenn man 50 Austern am Stück bestellt? Verdächtig schon, aber ob es wirklich was nützt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und deswegen sage ich ja, ich möchte mal gerne die Damen fragen, was die davon dann noch hatten. Eine Dame, die wollte eben jetzt diese Auster probieren. Also. Johannes, es ist schick, Austern zu essen, aber seien wir ehrlich, es sieht nicht schick aus. Natürlich. Ja? Das ist eine Ansichtssache, dass das nicht schick aussieht. Das sieht doch elegant aus. Guck mal, mit Wasser gefüllt, das glänzt. Wir gucken gleich mal, ob das elegant aussieht. Okay, gut. Komm mal bei Ihnen vorbei. Dann schauen wir mal. Ich möchte mal nebenbei noch ein paar Austern. Ja, bitte. So, ja, Moment, das setzen wir schon mal gar nicht so da drauf. Oh. Da holen wir erstmal ein bisschen. Wo habe ich denn mein Salz? Mein Salz hier. Mein Salz ist hier. Also jetzt kommt erstmal das Salz da drauf. Ja, klar. Erstmal Champagner. Okay, gut. KDW, wir haben heute so viele Sterneköche hier. Wir können natürlich auch dafür sorgen, dass Sie sternhagelvoll nach Hause gehen. Wollen Sie? Kurz Champagner. Ja? Wir geben Pikolöchen aus. So. Ich habe jetzt. Ja? Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Guck mal, die Auster ist jetzt prallvoll mit Wasser. Das heißt ein gutes Zeichen, dass eine super frische Auster ist. So. Wenn jetzt jemand 6 von den Austern isst, da hat er schon mal 8 cl Salzwasser sich reingepfiffen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja. Also geht man rein,
Ich gieße das Wasser erstmal ab. Ja. Die Austern, eine frische Auster hat so viel Eigenwasser, dass sich das, bis das da drüben beim Gast gleich ankommt, wieder voll ist. Mhm. Dann ganz wichtig ist, dass die Auster auch hier am Schließmuskel richtig gelöst wird. Ja. So. Auch das und jetzt, klingt jetzt genau. Schon wieder nicht elegant und ästhetisch, aber gut. Und jetzt setze ich die auf Salz drauf, damit die auch schön steht. So. Und nicht, dass die so halb wackelig. Und jetzt, nee, und jetzt kommt das immer Wichtigste. Noch nicht. Ach, nee, immer noch nicht. Jetzt kommt das Wichtigste. Das ist 2-Sterne-Küche. Sie müssen ja. Das. Ja. Eine Auster dauert immer ein bisschen. Wird nie runtergeschlürft. Eine Auster beißt man mindestens dreimal durch. Mindestens. Okay. Der Gaumen muss sich erstmal an den jodhaltigen Geschmack gewöhnen. Ja. Vor allem auch Salz und Jod. Gut. Eigentlich schmeckt erst die dritte Auster. Ich mache noch schnell jetzt? Ein paar auf und dann kann die schon mal los. Darf ich jetzt? Ja, okay. Gut. Aber aufpassen, dass dreimal gekauft wird. Ja? Okay. So, liebe Frau. Sie haben es nicht anders gewollt. So. Nee, die ist nicht überbacken. Ja, aber Sie haben so schnell aufgezeigt. Haben Sie Hunger? Also was denn jetzt? Ja, da müssen Sie jetzt durch. Ja, ich gehe da durch. Das können Sie nicht machen. Sie können nicht vor 2 Millionen Leuten aufzeigen und dann sagen, war nicht so gemein. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nein, mache ich nicht. Aus der Nummer kommen Sie jetzt nicht mehr raus. Nein, ich weiß. Also, jetzt passen Sie auf. Sie haben es gehört, hab ne? Ich einen roten Kopf? Also, Sie haben keinen roten Kopf. Nein, 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 das ist der Champagner. Guter Blutdruck. Den habe ich noch nicht. Da kriegen Sie ihn. Also doch ein roter Kopf. Großartig. Jetzt passen Sie aber auf. Nicht, dass ich da reinbeiße. Nicht ins Mikrofon. Nee, ja. Deswegen. Nee, ja, das ist teuer. Das war allerdings noch teurer. Also nehmen jetzt Sie die passen Hälfte Sie auf. Mit. Sie haben gehört, dreimal beißen. Ja, ich weiß. Das ist hier auch säuberlich am Schließmuskel getrennt. Alles mit am Schließmuskel, ja. Also danke. Dann würde ich sagen, bitteschön. Lassen Sie sich schmecken. Gut, danke. So, jetzt Achtung. Dreimal beißen. Das war. Großartig. Brauchen Sie ein Tuch? Ich gebe Ihnen eine Serviette, ja? Reicht. Ja? Ja, vielen Dank. Ja, gut. Das ist schön. Das ist schön, wenn Menschen zu schätzen wissen, was man ihnen hier kredenzt. So. Johannes, und wie deine Auster kam granatenmäßig an, habe ich das Gefühl. Gewusst wie, und das wirklich so. Man denkt immer, die Auster wegschlürfen, aber das ist nichts. Das ist es. Eine Auster muss man essen, nicht nur wegschlürfen. Okay, so. Johannes King, meine Damen und Herren, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Und jetzt sozusagen geografisch mal in die andere Richtung ans diametral entgegengesetzte Ende. Alfons Schuberg ist bei uns. Forelle auf Schnittlauch mit Spargel-Curry-Schaum. Mmh, ja. Ja, 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 ja. Also, ich habe jetzt hier die Forelle, ich ziehe da die Haut runter. Ich ziehe jetzt von der, also man kann sie ja mit der Haut braten, ja. Das ist jetzt eine ganz normale Backforelle. Mhm. Die unterscheidet sich von der Regenbogenforelle, dass die Regenbogenforelle immer so einen roten Strich dadurch hat. Okay. Mhm. Und das ist, auch, das ist auch eine Zuchtforelle, gell? Die kommt ja normalerweise anders? Aus Kanada. Schmeckt auch anders, nein, oder? Nicht recht viel. Da merkst du nicht viel Unterschied. Das ist aber der Saibling, das Einzige, wo zum Beispiel dieser leicht rötliche Ton durchkommt. Mhm. Wobei es auch immer um die Fütterung geht. Wenn die ein bisschen karotinartig gefüttert werden, dann wird das Fleisch ein bisschen roter. Mhm. Und so, der einzige Unterschied ist, wie gesagt, bei der Regenbogenforelle, dass da ein dicker, roter Strich durchgeht, da erkennt man es dann. Und die Punkte einfach dunkel und anders sind. Mhm. Aber das, was ich zeigen wollte, war eigentlich, wie man die Haut jetzt darunter macht, wer die Auster so perfekt geöffnet hat. Das war, also wenn man jetzt, das war ganz große Kunst. Her, wenn du jetzt hier schaust, dann habe ich das jetzt weggeschnitten ohne diesen Tran. Mhm. Jetzt, wenn man das Messer stark nach unten gibt, dann schneide ich es durch. Ja. Und eigentlich musst du nur das Messer laufen lassen, stehen lassen und an der Haut ein bisschen ziehen. Und wenn du jetzt schaust, da geht das wunderbar runter. Siehst du das? Hammer. Und ganz langsam. Einfach nicht so schnell. Mhm. Die Kaste, ja. Und wenn man jetzt, also die Haut müsste man zum Beispiel nicht wegschmeißen, die könnte man jetzt in kleine Streifen schneiden und dann rausbacken wie in einer Fritteuse. Auf Sylt machen Sie daraus Gürtel? Wahrscheinlich, ja. Aber nur für gerissene Zehennägel wahrscheinlich, damit man sie nicht schneidet. So. Aber zeig mal wieder, das Kochen haben wir eben auch sehr schön bei Johannes King gesehen. Kochen ist auch einfach wirklich Handwerk, richtig Handwerk. Ja, wenn man kocht schon, das ist Handwerk, das stimmt schon. Und es ist ja so, dass wenn das Grundprodukt nicht stimmt, dann hat das gar keinen Sinn. Schau, ich lege es jetzt da drauf, ich habe unten ein bisschen Butter draufgegeben, kannst genauso gut Olivenöl draufgeben, nur einen Hauch, damit es nicht klebt. Jetzt tue ich kein Salz drauf, kein Pfeffer, gar nichts. Ich lasse jetzt, gebe es jetzt bei 80 Grad in den Ofen rein. 10 Minuten, jetzt muss ich schauen, wann ich dran bin. 10 Minuten. Studi, wie weit bist du? Ja, gut bei der Sache. Ne? Das ist ja
hört sich gut an. Aber ich warte noch ein bisschen. Also, wenn ich 10 Minuten brauche, genau, und dann ist das. Und den Spargel habe ich mir hier gekocht. Die Bayern haben sie immer mit 10 Minuten. Das kennen wir so von Edmund Stoiber, ne? Ich muss 10 Minuten. Die letzten 10 Minuten. Den Spargel gekocht. Und dann machen wir uns so ein Rührei. Und ich mache das Rührei anders. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Scrambled Eggs. Was ist das perfekte Rührei? Ja, perfekt oder nicht perfekt. Aber die meisten machen, wenn sie ein Rührei machen, dann scramblen sie das Ei. Das heißt, das ist wie wenn sie ein Omelette machen würden. Mhm. Ich gebe die 2 Eier in die Pfanne rein, lasse die ganz langsam kommen und fahre dann mit diesem Gummimambo oder mit einem Kochlöffel so durch. Das heißt, und dann nicht vorher weg. Schon, nicht nein, vorher nein, nein, schon, nein. Sondern... Du hast weiß und gelb. Ja. Und dann musst du schauen, dass die Pfanne ganz wenig Temperatur hat. Ja. Dann ist das wunderbar wachsweich und gibt dann zum Schluss, weil der Schnittlauch verträgt da keine Hitze, ganz zum Schluss den Schnittlauch drunter, gibt es ins Teller rein. Da bin ich gespannt. Und setz die Forelle drauf. Wenn du das machst, ja, dass wir das wirklich einmal genau sehen. Aber das müssen wir alle Minute anrichten und dann gleich essen. Weil das ist ultimative Rührei. Das kannst du nicht so machen wie seine Austern, da ist wurscht, wenn sie eine halbe Stunde stehen. Aber nicht, wenn sie gebacken sind, gell? Oh, jetzt kommt's. Das wollte ich hören. Du wolltest doch wissen, ob ich noch wach bin. Ja, genau. Überhaupt konzentrieren. Wir erleben da häufig in Hotels beispielsweise, da kriegst du dann dieses Rührei, das sehr intensives Gelb hat. Ist das schon vorher irgendwie industriell gefertigt? Kommt das so in großen Pötten an? Oder was also ist das wenn sie es scramblen, kannst du ja so manchmal Kurkuma reingeben. Dann haben sie auch diese gelbe Farbe, das sollte den Gast ein bisschen wegtäuschen, dass er ganz tolle Eier hat. Okay. Aber in der Regel sollte man das Eigelb so belassen, wie es ist und schauen, dass das Ei immer 2 Tage alt ist. Nicht das frisch gelegte Ei bringt da gar nichts, weil das Beta-Carotin im Ei sich erst nach dem 2. Tag richtig entwickelt und das ist Ei gesünder. Außerdem ist das Ei das einzige Lebensmittel auf der Welt, das alle 20 Aminosäuren im höchsten Stadium hat. Also der Mensch kann 10 selber machen und 10 braucht. Und das Ei ist das Hochwertigste. Wenn die Leute immer schimpfen über Ei und Cholesterin, dann muss ich ihnen Folgendes sagen. Es gibt ja das HDL und das LDL. Ja? Ja. Und das LDL, das sogenannte Negativ, wo ja gar nicht negativ ist, weil man braucht ja beide, sonst kann man ja nicht leben. Mhm. Das nimmt das Lecithin im Ei, packt es und tschück und weg ist. So schaut es aus. Dr. Alfons Schubeck bei der Arbeit. Fantastisch. Ich sagen, kannst du mir das Jahr nochmal aufschreiben? Ja? Weil ich habe Sylter Salzwieseneier. Ja. Und das untersuchen wir mal. Ja. Genau. Ich würde jetzt gerne mal Ihre Aufmerksamkeit hierher lenken. Sarah Wiener ist bei uns. Schön, dass du da bist, Sarah. Das sieht ein bisschen aus wie bei Muttern, ne? Ja. Ist aber etwas, das ganz anders klingt. Tarte l'Apricot. Ja. Sarah, warum Tarte, warum nicht einfach... Weil das ein französisches Rezept ist und dort heißt es eben Tarte l'Apricot. Mhm. Also die Österreicher würden es vielleicht Marillentorte nennen. Mhm. Und hier so Aprikosentorte und das ist eben ein französisches Rezept und heißt deswegen Tarte l'Apricot. Was machst du da genau, Sarah? Jetzt belege ich die Torte mit Marillen, mit Aprikosen. Dieser Teig hier zum Beispiel. Ja, das ist einfach ein ganz einfacher Mürbteig. Ja, und zwar das Besondere an dem ist, könnte man auch für salzige Sachen nehmen, da sind ist kein Ei drin. Ein bisschen Zucker, wenig Zucker, Wasser, eine Prise Salz, also ein ganz einfacher, billiger Teig, der wird ausgerollt. Muss ein bisschen im Kühlschrank ruhen. Dann habe ich eine Creme gemacht, so eine Art Schmand aus Creme fraiche, Eiern und Zucker. Eier und Zucker? Darf ich mal probieren? Oder ist das nicht sehr bekömmlich? Nein. Sind doch Bio-Eier, also kannst du ruhig mal zuschlagen. Diese Creme fraiche bringt da tatsächlich diese Frische rein, ne? Ja. Das ist richtig sommerlich fast schon. Ja. Ne? Ist auch so eine einfache, eine leichte Torte. So. Diese Aprikosen, die du da hast, sind die behandelt? Die sind nicht behandelt. Oder, du meinst, ob die Bio sind? Nee, das meine ich nicht. Nee, ob die mariniert sind in einer Form. Ja, ich habe sie jetzt mariniert. Eigentlich mariniert man sie nicht, wenn sie ganz reif sind und ganz süß. Mhm. Aber die waren jetzt nicht ganz reif und waren noch ein bisschen sauer. Deswegen habe ich sie jetzt mit Zucker und Zimt ein bisschen mariniert, damit sich die Süße der Fruchtsäure hebe, dass ich die unterstütze. Weil sonst wäre es vielleicht ein bisschen dadurch, dass der Mürbteig schon relativ neutral ist, sonst wäre es ein bisschen fad für eine Torte. Mhm. Kann man theoretisch auch Aprikosen aus der Dose nehmen? Oder jetzt abgesehen vom Bio-Gedanken? Nein. Also ich meine, es gibt sicher auch Bio-Aprikosen aus der Dose, aber bin ich nicht so ein Fan von. Also jetzt kommt ja die Zeit, wo die ganzen Beeren reif sind, wo die Marillen reif sind. Also es macht keinen Sinn. Es gibt natürlich Obstsorten aus der Dose, aber
Das wäre wirklich schade. Also würde ich schön, nicht machen. Schön bodenständig, ich bin gespannt, wie das schmeckt. Du kannst doch was anderes rauf tun. Du kannst auch Kirschen rauf tun oder im Frühling halt Rhabarber, wenn die Zeit ist. Wie lange muss das rein? Naja, das kommt auf den Ofen drauf an. 20 Minuten, ich denke mal, wir werden es noch lauwarm essen. Mhm. Weil sich das nicht ausgehen wird, dass es ganz kalt sein wird, aber ich mag das ja ganz gern, wenn es ein bisschen lauwarm ist. Schauen wir mal. Natürlich, freuen wir uns. Tarte l'Apricot, Sarah Wiener. So. Und wir freuen uns auf Rita Eckmann, die heute zusammen mit Johann Lafer unterwegs ist, meine Damen und Herren. Glasierte Entenbrust mit Honig. Ja. Vorbei. Man muss sagen, ich bin heute Ihr Helfer. Rita kocht, ich bin da bereit, auch gerne wieder neue Dinge zu lernen. Ja. Und ich muss sagen, sie hat schon ein paar Dinge gemacht, zum Beispiel eine Soße für einen Salat, die finde ich absolute Klasse, muss ich wirklich sagen. Kann man probieren hier? Großartig. Mal probieren? Ja, bitte. Ja, ist fertig. Ja, kannst du probieren. War das jetzt wieder, Rita, so Freestyle, Außenhand, was du gerne machst? Außenhandgelenk, ja. Außenhandgelenk. Also Johann hat ja in dieser Woche schon gesagt, ne? Also ich weiß nicht, da war er einmal beim Probieren bei mir, da hat er gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, die Frau weiß gar nicht, was sie hier macht. Aber er schmeckt, waren seine Worte. Übrigens. Oh. Übrigens, ich werde nachher mal gucken, ob hier im Publikum jemand sitzt, denn Rita, das darf ich auch mal sagen, wir haben eine Woche lang jetzt versucht, einen Kapitän zu finden mit Boot für Sie, aber... Also wenn ein Kapitän oder auch kein Kapitän kein Boot hat, in meinem Alter lässt sich's auch auf dem Trockendock schon gut wohnen. Ich bin 8 Jahre allein, Schluss damit, aus! Sie sind schon Witwe. Ja, ja. Dabei. Und Sie würden gerne, gerne wieder den Partner fürs Leben bekochen? Ich koche gerne und ich koche gerne dann für zwei. Und warum ein Kapitän? Weil ich eigentlich als zweites Hobby Segeln habe. Aber wie gesagt, wenn er kein Boot hat, ich halte es auch auf dem Trockendock aus. Aber wie gesagt, Man kann ja auch eins mieten, man muss ja keins haben. Nicht genau. Ja, muss der sein? Aber einen Mann kann man sich nicht mieten, ne? Das ist es. Naja. Kann man auch. Also wenn Sie also zwischen... Passen, also irgendwo zwischen 50 und 55, so in dem Bereich. Ja, ja. Also wie werden Sie jung jetzt? Das Schlimme ist ja, ihr habt alle eure Frau. Johannes, hast du ein Boot? Ich meine, das ist nicht schlimm, das ist ja auch gut so. Ne? Johannes hat ein Boot, höre ich gerade. Ich habe mal Krähenkutter. Ja, der hat auch eine Frau, die hier sitzt. Ja, also jetzt mal langsam. Johannes hat auch Kinder. Du hast 3 Kinder, Johannes, oder? Bitte? Du hast 3 Kinder, ne? Ja. Richtig informiert. Jawohl. Guck mal, ich glaube, Austern bringt doch was. Irgendwie. Oh ja, da habe ich schon mal... Ich habe das Gefühl... Markus, mit den Austern. Wollen wir uns duzen, ja? Ja, natürlich, denke ich doch. Gut. Weißt du, das ist ja so, auf einer Reise habe ich das mal, da haben wir mit dem Boot Touristenausflug und da gab das serviert Austern. Da ja das nun nicht jedermanns Geschmackssache ist, da hatte ich 3 Platten Austern für mich. Da habe ich gesagt, da ich aber heute Abend allein schlafen muss, 2 Platten reichen wirklich. Möchtest du eine Austern? Ja, gerne. Komm doch mal mit. Ja? Sag doch mal was, Mensch. Aber Johannes, gerne. Hast du noch eine Auster für Rita? Ja, logisch. Johann, mach das währenddessen klar und erklärt mir mal kurz, was wir machen. Aber geöffnet. Das ist eine richtige Feinschmeckerin. Also, was macht die hier? Also, sie hat hier eine Soße gemacht aus dem Ansatz. Ich weiß nicht, jetzt hat sie Wein reingemacht mit Himbeeressig. Die Entenbrust damit mariniert und dann schön, diese im Ofen übrigens, sagen wir gleich, angebraten mit Honig. Was ist da alles drin? Also, das schmeckt schon. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht alles. Ein bisschen scharf. Aber Kokoslikör ist drin. Was ist das hier? Warte mal. Oh, das ist doch hart auf das Ding, ja. Dann wird die Auste hier schön gelöst. Himbeerschnaps, guck mal. Also, Also ganz... Alles mit Umdrehungen. Ganz ungewöhnlich. Früchte sind drin, Himbeeren, Johannisbeeren, Himbeerschnaps, Kokoslikör, Essigöl. Schmeckt. So, Rita, Ekstase bitte jetzt hinter anstellen. Wir bräuchten dich schon hier zum Kochen. Ja, aber klar doch. Ja? Bin hier. Rita, kannst du uns mal aufklären, was ist hier alles drin? Also jetzt habe ich... Jede Menge mit Umdrehungen, ne? Ja. Ja. Ja, das muss doch sein, ne? Macht es ja auch gemütlich. Natürlich. Nein, also jetzt habe ich das... ich habe dieses Dressing, das ist mit dem Sud von dem Anbraten dieser Entenbrust. Mhm. Daraufhin habe ich dann... Zwiebeln und Knoblauch angeschwitzt. Darauf habe ich dann, ich habe das ja mit Früchten diesmal gemacht. Und zwar diesmal. Hier,
Und zwar mit hier Johannisbeeren und Himbeeren. Ja. Und da habe ich Himbeeressig mit reingemacht. Mhm. Und Himbeergeist mit reingemacht. Und Rotwein. Mhm. Und Öl. Und das alles dann zusammen. Ich sag's doch. Sterneköche und Sternhagel voll. Das schmeckt wirklich. Das Dressing schmeckt wirklich außergewöhnlich gut, muss ich sagen. Sollte man echt mal nachmachen. Großartig. Wir freuen uns. Danke. Rasierte Entenbrust mit Honig. Andreas. Oh, dieser Thunfisch, Le Thunfisch sieht so aus, wie er aussehen muss. Du bist in den letzten Zügen, ne? Also schon. Ja, können wir noch ganz kurz bei der Gelegenheit noch mal abfragen, hast du ein Boot? Nee, habe ich nicht. Ich arbeite aber hart dran. Ne? Also auf dem Zürichsee ist es wirklich ganz schön. Oder auch in Berlin natürlich auf der Havel. Wunderbar, ne? Aber nee, noch nicht. Du? Nein, leider nicht. Also, Rita. Wir arbeiten dran. Studi hat kein Boot, ist aber ein netter Mann, finde ich. Ich habe ja gesagt, Trockendock. Willkommen im Trockendock. Ne? Ja, wir haben uns sofort verstanden, ne, wir zwei. Solange ne? wir noch nicht ausrangiert werden. Ja, ne? Ja, nach dem Trockendock kommt dann ne, Ausrange. Nee. Dann gehen wir noch mal richtig auf flotter Fahrt, wir zwei. Ne? Aber einmal rund. Ja, aber du hast noch nicht. Also eigentlich bin ich jetzt natürlich ganz verwirrt, aber... Ja, das kriegen wir wieder hin. Also, Sie hat mich so nett über gekniffen. Den Dächern von Nizza. Salat, jetzt mache ich einfach eine große Portion hier für unser nettes Publikum, oder? Wie sieht's aus? Ja. Ne? Ja. So. Mhm. Soll auch sein. Na klar. So, richtig so aus dem Leben. Dieser Thunfisch, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja. Kalt? Hammerqualität, okay. Ja. Mhm. Kalt, genau. Bin ich mir ganz am Anfang gebraten. Mhm. Ne? Kommt gut, ne? So, dann machen wir jetzt einfach ein paar. Du kannst das nachvollziehen, wenn Menschen sagen, ist mir denn doch zu roh? Ich mag es gerne so, aber... Also ich sag mal so, wenn ich genau weiß, dass es wirklich die perfekte Qualität ist, wenn man das so essen auch soll. Hygienischerweise auch, dann verantworten genau, kann. Genau, richtig. Also, und die Japaner, die ja die Menschen auf der Welt sind mit der längsten Lebenserwartung, weil sie natürlich viel gesunden und hohen Fisch auch essen. Also dann würde ich sagen, Kinders, das ist genau richtig so. Ne? Mhm. Deswegen sage ich jetzt mal, Bon Appetit, sagt man in Nizza. Über den Dächern von Nizza. Hey. Herrschaften essen. Johann, Rita, ja, ich komme. Sarah, Alfons, wir bräuchten euch einmal hier. Dann wollen wir aber wissen, was dieser Salat kann. Echt oder nicht echt, ist an dieser Stelle auch wurscht. Auch der Bootsbesitzer King, bitte zum Diktat. Das ist fürs Publikum, ne? Ich muss doch kurz verstecken. Johannes? Ich muss meine Auster noch schnell retten. Oh ja. Ich muss sie noch kurz retten. Johann? Sonst sind die zu dick paniert. Ja, einfach rein, genau. Einfach rein und zwar alles mit. Also das ist, finde ich, sieht farblich genauso aus, wie ich es liebe. Schaut echt schön aus. Alfons, Gabel, komm hier. Hast du? Nee, das ist keine Ente, das ist ein Thunfisch. Ah, das ist toll. Das ist nicht im Trockenblock hier, das ist richtig aus dem Wasser. Ja. Also das Ding ist, rein. Nächstes Mal komme ich aber mit zum Angeln dann. Ne? Ja. Kann ich das so einfach? Ja, kannst du einfach so. Wenn es nicht so groß ist, mit Kartoffeln genauso. Mit Kartoffeln, mit. Johann, komm an. Böhnchen und Gerlinde. Ein erstes Urteil. Alfons, wir brauchen dich mal hier. I'm coming. Wo gibt es hier was? Prosciutto dazu. Eins rauf mit Mappe. Mal probieren. Super, eins rauf mit Mappe. Finde ich super. Ist das dein Schäfchen oder ist das der Unterschäfchen? Das ist unser Schäfchen, ja. Rita? Ja. Wirklich. Na, du. Also ich würde sagen, das frieren wir ein und nehmen das mit auf Weltreise. Ne? Ich bin dabei, ja. Johannes? Danke. Andreas hat davor schon ein bisschen gewitzelt. Du, da ist wieder Koriander drin. Ich bin ja nicht nur der Koriander-Fan, aber das ist so lecker und vor allem so frisch. Die Kartoffeln sind lauwarm, nicht kühlschrankkalt. Der Thunfisch ist Zimmertemperatur, nicht heiß, nicht kalt. Die Bohnen sind lecker abgeschmeckt, es passt alles. Tomaten sind Tomaten. Und der Koriander bringt der Pfiff hinterher. Ja, ne? Nicht zu viel. Nee. Ja? Okay. Echt wirklich sehr, sehr lecker. Okay, also. Johann, komm mal zu uns. Johann, wie findest du's? Super leckerer Salat. Wenn bei vielen Italienern nur ansatzweise der Salat so wäre, ich würde nur noch Salat nicht so aus Essen gehen. Ja. Ich fand ein schönes Kompliment. Alfons?
Da muss ich mir jetzt bei beiden Antworten anschließen, weil das ist einfach gut. Mhm. Und da gibt es ja nicht viel rum zu meckern, weil wenn das nicht schmeckt, der braucht nichts zum Essen, dass er den Hungerstreik geben wird. Keine Ahnung. Das schmeckt auch. Super, ne? Ja. Einfach, das ist nochmal so richtig Spätsommer, ne? Genau. Klasse. Ein schöner Altweibersommer. Ja, ja, genau. Mhm. Einen Hauch Ingwer habe ich mit dazugegeben. Ich habe das Dressing wirklich auch ganz erfrischend gemacht. Das hat mir jetzt fast ein bisschen verpasst, vor lauter Weltreise und alles, was wir da noch vorhaben. Ja, wir haben große Pläne. Ja, aber hallo. Und zwar, das ist nur Limettensaft mit ganz tollen Olivenöl, auch natürlich aus der Gegend, aus Südfrankreich. Und dann habe ich ganz wenig Ingwer dazugegeben. Und damit es nicht zu säuerlich wird, einen Hauch, wirklich nur einen Hauch Puderzucker dazugeben. Sag nur eine Sache, der Salat ist perfekt. Jetzt spiele ich mal wieder die Böse. Zum ersten Mal. Du warst eigentlich schon fertig. Weißt du was, warum? Was mir nicht so gut gefällt, dieses, ja, dass das so total ölig ist. Gehört das so? Du hast oder da, ist das? Du hast da Öl, Olivenöl und Butter und Butter. Ne? Warum? Das ist, in Frankreich sagt man dazu la cuisine au beurre. Also ganz wenig Butter dazugeben zum Olivenöl, ja, dass es einfach diesen intensiven Geschmack dann bekommt. Und ich habe hier, das kann man hier vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, in der Pfanne nicht einfach nur so, das wäre mir auch zu einfältig, sondern ich habe auch da die Kräuter der Provence, also in dem Fall Rosmarin dazugegeben und Knoblauch und hier den ganzen Geschmack rausgeholt. Mhm. Und deswegen muss da einfach das gehört so, für mich, das ja, genau, weil es ist wirklich eine super schlanke Angelegenheit. Ja, also ich mag es. Dieser Buttergeschmack, der da noch mit durchkommt. Ja. Das möppelt noch ein bisschen. Und üblicherweise hast du ja dann diesen sehr intensiven Knoblauchgeschmack, den du hier nicht hast. Also der Hauch des Todes ist das dann nicht am nächsten Tag. Nee, im Gegenteil. Ne? Andreas Studer, meine Damen und Herren. Über den Dächern von Nizza. Toll. Alfons. Müssen wir dich vorziehen, Alfons? Du wolltest ihn in 10 Minuten fertig sein. Nein. Ich bin jetzt sehr später reingegangen. Okay. Ich gebe gerade Gas. Ich bin in einer Minute fertig. Wir können dabei bleiben. In einer Minute, dann bleiben wir doch mal hier. Dann bleiben wir mal hier, weil. Machen wir schnell den Ofen wieder zu. Das sieht ein bisschen geschäftig hier bei mir gerade aus. Was hast du denn jetzt mit diesen Austern veranstaltet? So, jetzt sehen die ja schon ganz anders aus. Und zwar, ich habe Brot, trockenes Weißbrot, auf der Reibe geraspelt und nicht gemahlen. Das ist schon mal der erste Fehler, den man macht. Gemahlenes Brot, das ist ganz feinkörnig, das saugt alles auf. Brot, trockenes Brot muss man raspeln, das sind wie kleine Chips. Und dann liegt das eng aufeinander, dann saugt das schon mal gar nicht so viel auf. Das ist schon mal so die erste Kleinigkeit. So, mein Kraut, mein Champagnerkraut, das sieht doch schlotzig, sieht das doch aus. Hast du jetzt wirklich Champagner da drin oder? Magst du ein Prosecco? Also, geht auch ein Prosecco. Das ist der Rest noch. Das war vorher voll, das Ding. Welche Preisklasse würdest du dir da vorstellen? Nee, also zum Kochen braucht man nur kein Dom Perignon. Genau. Also, da tut es ganz normalen, einfachen Champagner. Kann auch guter Riesling-Sekt sein, völlig okay. Aber das Spritzige ist schon wichtig. Dann kommt ein bisschen Zitrone rein und dann habe ich hier Pfefferminze drin und Creme Fraiche. Creme Fraiche ist wichtig, diese Milchsäure, das macht das Kraut noch mal ein bisschen zarter. Und diese Minze, das macht es ein bisschen pfiffiger. Süß, sauer und die Minze. Nur kosten, nichts sagen. Ne? Ja, geht das? So, aber wenn du mir, kannst du mir kurz helfen? Könntest du die hier reinfüllen, sodass es ein bisschen sahnig ist? So, meine Austern habe ich vorsichtig paniert, aufgequirltes Ei. Ganz klein bisschen Mehl, das soll ja kein Wiener Schnitzel sein, sondern das soll nur Austern mit einer leichten Kruste sein. Und wenn der Herd jetzt so will, wie ich will. Wie viel haben wir? Wie viel brauchst du? Müssen wir Gas geben? Warte mal. Ja, 8 müssen wir eigentlich machen. Ja. Okay, alles klar. So. Geht schon. So. Ja, sieht gut aus. Also richtig, warte mal, bis das heiß ist. Richtig heiß, ne? Ja, richtig heiß. Jetzt sieht das vielleicht ein bisschen viel aus, ist aber nicht schlimm. Also das sind jetzt hier schon eher so Horst Lichter-Dimensionen. Ne? Nee. Das wird dann nachher nicht mitgegessen. Wir braten ja da drin nur. Der Lichter nimmt das dann intravenös. Das ist dann nochmal. Ja, ja. Dann schon nochmal was anderes. Die frische Butter, die ich da drin habe, das ist eigentlich auch meine Temperaturkontrolle. Wenn die Pfanne zu heiß ist, wäre die Butter gleich schwarz. Und wenn die eben richtig warm und gut aufgeschäumt ist, dann reicht es genau zum Braten. So, das Champagnerkraut habe ich in die vorgewärmten Austern, beziehungsweise Alfons hat das freundlicherweise für mich gemacht, reingefüllt. Da folgt ein bisschen was davon ran. Dann mixen wir die Champagnersoße mal in die Champagnersoße rein und dann kommt die gebackene Auster drauf. Ich spüre da auch bei Alfons eine gewisse Begeisterung, die da schon so durchkommt. Ja, mir gefällt er, weil er mit Sauerkraut arbeitet. Ja, ne? Ist dir sympathisch, ne? Ja. Aber, zum Beispiel jetzt die Variante zu wählen, dass man sagt, ich gebe in das Sauerkraut ein bisschen Minze rein, ich gebe ein bisschen Curry rein, ich gebe ein bisschen Chili rein, ich kann Vanille reingeben. Das sind lauter so Dinge, ich kann einen Knoblauch und Vanille reingeben. Das ist das Sauerkraut, wenn man sauber kocht,
kann man so schön variieren und in letzter Sekunde ein bisschen vielleicht ein kleines Stück Butter reingeben, dann ist es ganz cremig und das sind so Dinge, wo man mit einfachen Sachen wunderschöne Dinge kombinieren kann. Man muss nur ein bisschen kreativ sein. Und das geht sogar mit Austern. Wenn du jetzt sagst, Sauerkraut mit Austern, dann hast du eigentlich einen Vogel. Das ist mir jetzt irgendwie gut, das schmeckt. Das klingt so. Gut, alleine weil ich schon eingefüllt habe in diese Laubermen Austern, das hat schon was gehabt. Ja. Wenn du jetzt Grunde so die Soße mixen würdest und die auch noch reinmachst, dann wären meine Austern auch toll. Wirklich gut. Das ist fast schon das Prinzip Rita, ne? Von allem so ein bisschen Sauerkraut, ein bisschen Vanille dazu. Hauptsache es schmeckt zum Schluss. Hauptsache es schmeckt. Entscheidend ist, was am Ende rauskommt. Ja, genau. Und vor allem, die Austern sollen ja auch noch ein bisschen nach was schmecken. Wir wollen ja nicht nur Kraut und süß-sauer haben, sondern die Austern sollen ja auch vom Geschmack her durchkommen. Es gibt ja viele Leute, die mögen, ich sage jetzt mal, diesen stark salzhaltigen, jodhaltigen Geschmack nicht. Mhm. Und mit denen kann man schon eher mal was gewinnen. Wenn man denen eine gebackene Auster gibt. Das ist halt auch eine sehr interessante Variante für Menschen, die einfach sagen, also diese rohe Auster ist halt einfach nicht meine Welt. Ja, genau. Ich habe vorher schon gesagt, man muss sie nicht lieben, aber man sollte sie zumindest mal probieren. Das ist richtig. Okay. So, und jetzt geht's hier los. Jetzt können wir los. So, ihr dürft schnell zum Probieren kommen. Backene Royal-Austern auf Champagnerkraut. Und das müssen wir jetzt auch schnell, glaube ich, den Verzehr zuführen. Also bitte, Sarah, Johann, Andreas. Brauchst du die Nummer? Nein. So. So, und bitteschön. Ich gebe nur ein ganz klein bisschen Soße ran. Ja. Gabi? So, ohne Schaum geht in der Sterneküche nichts mehr. Ne? Nee, das hat eigentlich nichts mit Schaum zu tun, sondern ich wollte das Kraut nicht zu cremig machen. Und das hält die ganze Sache auch etwas leichter und frischer. In die Soße immer zum Schluss noch mal so einen kleinen Tropfen Champagner mit dazu reinmachen. So. So. Herr Zettler. Wegnehmen? Jawohl, wegnehmen. Hast du schon? Und in zwei Akten essen. Oder in einem. Traumhaft. Weißt du, also nicht dreimal beißen an der Stelle? Bitte? Nicht mehr dreimal beißen. Nee, muss man nicht. Jetzt nicht mehr. Die kann man jetzt. Genau, rein damit. Oh, schön. Die Austern und dann das Kraut hinterher. Ich traue mir jetzt auch einmal. Johann, du hast schon probiert? Das Kraut. Das Kraut nur? Magst du keine Austern? Verrückt, ne? Verrückt, sagt Andreas Studer. Die Kombination ist echt verrückt, ne? Und ganz wichtig ist, das darf nicht wie ein Schnitzel paniert sein. Das darf keine Pressplatte sein. Ja, und dann auch wirklich nur. Ja, das ist so. Das, und deswegen auch, das ist wirklich wichtig. Du sagst ja eben schlotzig, ne? Ja? Das ist genau so, ist es, ne? Dieses Mundgefühl muss da sein. Und du denkst erstmal. Das ist richtig geil, man kann es gar nicht anders sagen. Dann kommt dieser Champagner-Sauerkraut hinterher und dann gibt es unglaublich eine Steigerung. Das also ein Wahnsinn. Vorteil ist auch, dass die Proportion, die Austernschale mit dem, was drin ist und die Austern, die drauf ist, das ist eigentlich ein optimales Gleichgewicht. Mhm. Wenn du jetzt das in einem tiefen Teller drin hast, da hast du 3 Löffel zu viel Kraut drin und hast 5 Austern zu wenig. Und auch das in der Schale so zu servieren. Ich habe hier ein bisschen grobes Meersalz genommen, Schalen drauf, kurz in den Ofen, damit die warm sind, füllen, fertig machen, dann muss das natürlich schnell gegessen werden. Also abschließendes Urteil, wunderbar. Sarah? Wunderbar. Ich fand es sehr gut. Also ich bin auch nicht so der rohe Austern-Fan, deswegen bin ich ganz glücklich, dass die gebacken war. Mhm. Was ich spannend finde, ist dieses Säuerliche von dem Champagnerkraut mit diesem Austerngeschmack. Das fand ich schon sehr spannend, das habe ich auch so nicht, noch nie gegessen. Also es ich meine, das wird keinem wirklich verwundern, dass Johannes hier tolle Sachen kocht, glaube ich. Johann. Hat mir gut geschmeckt. Dein Urteil? Ja. Astrein, ne? Super Kombination. Perfekt. Alfons? Ja gut, es ist ein Austern für Einsteiger. Wenn jetzt einer ein bisschen eine Schwäche hat für Austern, sagt, ich traue mich nicht. Aber so merkt das gar nicht. Also es ist ein Sauerkraut dominant und die Austern nimmt sich zurück. Und beim nächsten Mal ist das normal. Ja. Also schmeckt. Du hast es gut gemacht. Du hast die Leute erklärt. Jawohl. So erzieht man die Gäste ran. Ja. Also das, was Alfons gesagt hat, das ist, weil ich esse auch gerne die Auster pur, bin nun mal ein Liebhaber, also dass man hinterher noch so lange diesen Meersalzgeschmack im Mund hat. Aber für Einsteiger hat Alfons völlig richtig. Aber wunderbar, ich mag das auch mit dem Kraut. Wunderschön, wunderbar. Okay. Wundergut. Es ist ein deutsches Produkt, ne? Diese Austern. Das finde ich das Wunderbare. Die Deutschen hießen so ein bisschen despektierlich, wenn oder nach dem Krieg man das hier die Krauts, ne? Haben die Krauts genannt. Also jetzt hier deutsches Sauerkraut, also das ist deutsche Küche mit diesen deutschen Austern, das ist ganz großartig, wirklich. Die Sauerkraut toll. Ist zum Niederkriegen. Ja, wunderbar. Finde ich absolut. Johannes Ding, meine Damen und Herren. Ja, ich mache mir Salat jetzt. Mach hier noch die Austern.
esse Austern, wenn es sein muss, aber nicht unbedingt. Also, es gibt Dinge, die ich lieber mag. Wie mich und ich esse eine Austern. Ja. Aber das Sauerkraut? Super lecker. Hat mir gut geschmeckt. Also als Österreicher? Die Kombination ist sehr gut. Mhm. Aber wir können jetzt auch anrichten mit dem. Genau. Seid ihr soweit? Ja. Genau. Dann lass uns loslegen. Vous voulez manger? Oui? Alors. Alfons, wie weit bist du? Runternehmen. Okay. Dann können Sie zwei Gabeln. Glasierte Entenbrust mit Honig. Rita Eckmann und Johann Lafer. Wobei eigentlich. Rita Eckmann. Nur Rita Eckmann, genau. Nur Rita Eckmann. So. Jetzt, Rita, bitte schön. Erstmal das machen. Das ist dein Gericht. Ich bin jetzt. Ja, die große Aufregung. Ist mir das geglückt oder nicht? Ja. Kamera bitte in diesem Fall mal aufs Fleisch. Ist schon. Oh, und keiner bist sagt du zufrieden? Was. Ich bin zufrieden, ja. Ne? Also ich würde mal sagen, perfekten Garpunkt für dich. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Mann. Ja. Aber die Ente? Kann ich machen, ne? Eben noch im Finale und jetzt dieses hier. Ja, also wenn du mir gesagt hättest am Montag, dass ich hier heute stehe, ich hätte jeden für verrückt erklärt. Ist wirklich wahr. Dass ich war, ich habe, ich habe, ja genau. Johann, mal kurz zur Erklärung. Was macht die Marinade mit dem Entenfleisch? Verändert die? Das verändert natürlich den Geschmack und es hilft auch zum Teil, Fleisch etwas zarter zu machen. Das ist ganz klar, wenn ich was einlege. Früher hat man ja zum Beispiel Ananaskerne und auch diese Kerne von der Papaya fein gemahlen und damit Fleisch eingelegt, um das noch mühbar zu machen. Aber natürlich auch der Geschmack verändert sich. Mhm. So, und? So, und Alfons macht gleich Rührei, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Oh, meine Damen und Herren, ein historischer Augenblick. Nein, überhaupt nicht. Doch. Ein Sternekoch versucht sich an Rührei. Okay. Oh, okay. Wenn Sie mal schauen wollen. Soll ich dir das abnehmen? Als Hobbykoch kann man das so eher, ne? Da bin ich aber gespannt. Also, drei ist schon mal gut. Bis dahin kann ich folgen. Also entscheidend ist, dass man wenig Fett in der Pfanne hat. Ist die zu kalt, die Pfanne? Nein, die kommt gleich. Die habe ich jetzt mit Absicht ein bisschen runtergefahren. Mhm. Und jetzt sieht man ja, dass das Ei leicht stockt. Und das, was ich brauche, ist das Gelbe und das Weiße. Mhm. Und das andere ist für mich ein Scrambled Egg. Das ist aufgemixt und fertig und dann ist es ein Omelett. Ja. Und jetzt machen wir dann, holen wir den Teller jetzt dann. Das ist alles ein bisschen à la minute Angelegenheit. Geht alles genau, à la minute. Wir sind fertig. Ja. Oh, glasierte Entenbrust. Schauen Sie mal hier, meine Damen und Herren. Wir dürfen nur das Rührei von Alfons Schubeck nicht verpassen. Peter bleibt hier. Muss man sofort essen, Johann? Oder? Kann man bitte schneller. Kein Problem. Eine Minute haben wir noch. Ne? Wir gehen noch mal kurz zu diesem Rührei. Ja, das ist jetzt, wenn du es zu schnell machst. Also im Augenblick tut sich spektakulär wenig mit diesem Ei. Nein, nein, gar nichts dazu. Aber ja, nichts. Dann kann man hier probieren. Ja, wir können da probieren, jederzeit. Komm, probier jetzt hier. Rita, komm her. Lass nein. Ich stehe abseits. Ich möchte die Schläge hier nicht abhaben. Komm, du musst doch dein Essen präsentieren. Nein, ich stehe abseits. Ich weiß ja, wie es schmeckt. Ich möchte jetzt von meinen Meistern hören. Also Rita, ich presche mal vor. Mir schmeckt es großartig. Danke. Ich mag diese Ente wirklich gut. Danke. Schön saftig. Ich kann auch schon wieder. Warte, geht schon mal. Wir haben eine Zeit. Lass mal. Wir haben noch die Meinung. Zeit, ja? Und dann gehe ich hoch mit der Temperatur. Wir wollen dieses Rührei nicht verpassen. Butterzartes Ding, ne? Butterzart, was sagst du denn so? Zu meinem Dressing. Rita, wir gehen auf große Fahrt. Danke. Ich bin dabei, du. Also, jetzt auch, ne? Rita, der Herr Studer ist am Haken, würde ich mal sagen. Ja, weißt du was? Das wird denn aber ein Dressing. Das brauche ich gar nicht mehr rühren. Da wird geschaukelt, ja. Vielleicht kann man auch mal sagen, für alle Zuschauer, die wirklich ansatzweise so gut kochen können wie Rita, sollen sich einfach bewerben bei der Küchenschlacht. Sie sehen, es macht Spaß, abends hier bei Land zu kochen, oder? Ja. Solche Kandidaten brauchen wir. Ja. Johannes. Ja. Jetzt gehen wir. Oh, ja. Einmal das Rührei, bitte. Jetzt gehen wir einfach durch. Der entscheidende Moment. Nein, nicht entscheidend, aber das lassen wir so ein bisschen liegen. Mhm. Und dann, da die Pfanne ja nicht heiß ist und ich habe fast kein Fett reingegeben, hast du jetzt das Weiße und das Gelbe. Das füllt jetzt dann in den Ring ein, gib den Fisch oben drauf,
gebe die Spargel daneben hin und gebe den Schaum drüber und fertig. Ne? Das war's schon. Das war's. Das ist die ganze Hexenkunst. Und jetzt, naja, was, schau her, und jetzt nicht salzen vorher. Jetzt kann ich ein bisschen Salz hingeben. Mhm. Also ich gebe so Chili-Salz hin. Jetzt könnte ich auch den Schnittlauch reingeben. Weil der nur ganz kurz. Weil der ja nicht so heiß wird. Und das ist ein wachsweiches Rührei. Das ist letztendlich fast wie ein Ei im Glas. Ja. Siehst du es? Mhm. Hat eine andere Farbe als deine Auster, aber von der Konsistenz her ja, sind wir da nah dran. Nee, es ist saftig nachher. Wenn ein Ei zu lange drauf ist, ist es trocken und das eben saftig. Mhm. Aber ich bin hier immer noch am Schlecken, also ich bewerbe mich als zweiten Smutje, bewerbe ich mich auf dem Kutter. Und ich habe gerade noch mal probiert und noch mal probiert. Es ist nämlich... Du kommst also nicht dahinter, was da drin ist. Diese Soße ist ein großes Geheimnis. Ne? Nee, es ist nicht zu süß, es ist nicht zu sauer, es ist nicht Obst, es ist nicht... Essig, es ist einfach rundum guter Geschmack, passt gut zum Teller. Habe ich doch den Geschmack meiner Sterneköche getroffen. Ich bin ganz happy. Großes Kompliment. Nur für Sie zu Hause. Wir wissen, was in dieser Soße drin ist. Und wir werden das Geheimnis dieser Soße lüften. Ja, auf natürlich. Entsprechenden Internetseiten und auf unserer Videotexttafel. Genau, da können Sie nachschlagen. Und denken Sie dran, das Fleisch ruhig einlegen, vorher in den Sud. Es wird noch besser dann. Mhm. Noch besser. Peter, wir sind begeistert, restlos. Dankeschön. Und ich glaube, jetzt ist auch Alfons Schubeck soweit. Das ist das Rührei. Dieses Gericht, ne, hat einen Namen. Ja, klar. So. So. Dieser Ring hier, der ist jetzt eigentlich nur für die Optik, oder? Das ist nur Optik. Jetzt lege ich den Spargel wieder daher. Kann man es da reinlegen. Brauchst du den Rest des Rühreis noch? Dann würde ich den einfach mal großflächig verteilen, damit Sie hier einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, wie Rührei noch schmecken kann. So. Dann das Ding drauf, dann den Tisch drauf. Einfach mal auf der Pfanne, ja? Bitte einmal probieren. Wir machen den runter. Geht schon. Okay, runter. Wer möchte? Rührei. Ich gehe mal einfach mit dem Spargel da drauf. Sie hatten schon. Ja, mit dem. Sie hatten schon. Schauen da drauf. Rührei, bitte schön. Sie haben eine Gabel dabei, dankenswerterweise. Können Sie schmecken? Lecker. Lecker, ne? Sehr lecker. Nicht so trocken. Ja. Mhm. So mache ich es in Zukunft. Und Jammer? Sie sind verheiratet. Sie sind verheiratet, ach du meine Güte. Ja, leider. Dann haben Sie ja schon sich auch intensiver kennengelernt. Ja. Müssen wir nachmachen. Macht ihr denn so? Machen Sie? Ja. Machen Sie ab sofort? Ja. Das ist ein Wort. 2 Millionen haben es gesehen. Ja, ja. Gut. Bitte. Schön, dass Sie da sind. Das Ei ist kaum noch zu sehen, aber es ist da. Andreas, hau rein. Oh Mann. Könnt ihr schon mal ins Publikum gehen? Unbedingt, ja? Peter, immer los. Ich glaube, die warten. Von hier? Glaube ich auch. Ja, schön. So, wer mag Ente? Konsistenz ist schon mal der Hammer. Ja. Alfons Schubeck. Ja. Ich will vor allem die Soße rein. Du sagst, Andreas, die Konsistenz ist schon mal der Hammer. Was meinst du damit? Wirklich der Hammer. Das ist so, also der Fisch, der ist jetzt so auf den Punkt. Ne? Das ist ja die Glasigkeit in Person. Ne? Also, der Fisch zerfällt. Ne? Ein Traum. Wahnsinn. Danke. 80 Grad. Und wie lange? 10 Minuten. 12, der war ein bisschen lang drin, aber normal. Bitte? Aber nee. Ich habe dann die Tür aufgemacht. Also ich bin total überrascht, weil ich habe mit dem Curry, ich habe mir das viel kräftiger vorgestellt, aber das ist so harmonisch, weil es nicht diese fruchtige Curry-Variante ist und auch nicht diese Hot-Spice-Curry-Geschichte. Mhm. Und das mit dem Ei zusammen super schön. Könnte ich auch schon zum Frühstück essen. Ist so, ne? Ja, absolut. Ja. Mit dem Saibling drauf, super. Dieser Saibling ist auch ein Traum. Ja. Würde ich zum Frühstück nehmen. Mhm. Ja. Das ist ein tolles Curry, ne? Ja, vielen Dank, das weiß ich, ja. Ne? Selbst gemischt? Mhm. Was ist für eins? Ein Schubeck-Curry zufällig? Schubeck-Curry. Ja, schön zurückgenommen, ne? Total. Wunderbar. Ausgewogen. Also, sehr ausgewogen. Ja. Fisch. Nicht kreuzkümmellastig, nicht korianderlastig. Ich habe ein bisschen zimtig, ein bisschen Zimt drin, verstehst du, das gleicht aus. Schmeckt man auch Koriander aus. Zieht die Spitzen, die Höhen raus. Mhm. Und ich habe nicht zu scharf gemacht. Den scharf kann es jeder machen, braucht nur Chili reingeben. Ja. Und meistens, wenn Gewürze zu scharf gemischt sind, ist ein Zeichen von Schwäche, weil die Schärfe das Schwache überdeckt. Das müsste gar nicht sein. Die Schärfe kann jeder selber machen. Mhm. Weißt du, was ich so schön finde? Ich mag
sehr gerne. Also wirklich, das glaubt man gar nicht, dass wenn der Curry drin ist, hat man immer so einen typischen Curry-Geschmack. Genau. Er ist sehr mild, aber mir gefällt auch die Kombination mit diesen auf den Punkt gegarten Spargeln sehr gut. Sie haben eine Frage, aber ich finde, die sind... Das ist sehr gut. Diese grünen Spargel auf dem Punkt gegart. Gibt ja immer so einen Streit, lätscherter oder härter. Ich finde es so sehr gut. Ja, der Spargel, wenn er zu hart ist, ist er auch nichts. Ja, also da braucht ein bisschen zumindest Grip. Zu dem, ne? Zu das dem ist nichts, ja. Weil das andere ist weich und wenn der so hart ist, ja, ist ja. Nichts. Johann? Also das ist der Beweis dafür, dass man aus, für meine Begriff, relativ einfachen Zutaten und in kurzer Zeit ein einfach super leckeres Essen machen kann, was man vom Frühstück bis zum Abendessen einfach nur genießen möchte. So. Ja. Super. Also was man machen könnte, man könnte jetzt in dieses Rührei ein bisschen geräucherten Aal reingeben oder geräucherte Forelle reingeben. Also hat man wieder 1000 Möglichkeiten. Man darf nur das Ei nicht schauen, das ist jetzt, die steht jetzt schon 3-4 Minuten und ist immer noch wachsweich. Mhm. Also das Ei hat seine Persönlichkeit nicht verloren. Ich habe ihm die Energie nicht genommen, sondern ich habe es ihm durch die Hitze lassen. Und auch der Schnittlauch macht sich ganz gut. Ich kann da einen Kerbel hingeben. Mhm. Du könntest da einen Koriander drüber geben, also dein Lieblingsgewürz. Hast du das denn mitgebracht? Was denn? Den Fisch? Ja. Der war da eben auch. Der war da drauf. Aber während du da oben warst und dir einen Mann geangelt hast, ja, haben wir einen Fisch geangelt. Haben wir einen Fisch geangelt. Aus dem Teller. War was dabei? Ja, typmäßig ja. Ja, ja. Aber ja. Alle mit ihren Frauen. Alle mit ihren Frauen. Welcher Herr ist es denn typmäßig? Einfach nur, damit wir mal einen Eindruck kriegen. Genau, mal sagen. Peter. Wo ist der Herr, der typmäßig... Alle, die eine Ente bekommen haben, aufstehen bitte. Alle. Okay. Stehen Sie mal bitte auf. Stehen Sie mal bitte auf. Okay. Die Mischung ist gut. Die Mischung ist gut. Also gut. Da haben wir... Vorne, bleiben Sie ruhig stehen. Also vorne der frühe George Clooney, der mittlere und der ältere George Clooney, der späte George Clooney. Welcher ist es denn? Der mich mag, da muss kommst Nein, du immer drauf. Nein, den du magst, meine ich jetzt. Ja, das, ich hab keinen festen Typen, ich habe nur, der mich mag, der hat gewonnen. Oh, das ist aber... Ja, nein, kein festes Schema. Die Grundprinzipien, lieb, aber nett, lieb, jetzt nett. Ein bisschen, Rita. Nein, ich stehe dazu. Okay, also wir werden das heute nicht mehr abschließend klären, aber wenn Sie das Gefühl haben, ich komme selber so in die Richtung, schreiben Sie uns. Ja, genau. Rufen Sie uns an, auch nachts. Genau, den Mann möchte ich auch kennenlernen. Ja, ne? Sehr gespannt. Wir werden das aufklären. Rita, schön, dass du da bist. Du richtest ja das Hochzeitsessen aus. Ja, genau. Das machen wir dann. So, Alfons Schubeck hatten wir durch, bleibt das Dessert, richtig? Ja. Genau. So, dann schauen wir doch mal. Pass auf, ich hab Sarah Wiener. Ich habe die Tarte L'Apricot. Und so sieht das dann aus. Ja, es ist geschrumpft, während sie mir. Ja, das ist mir nicht entgangen. Johannes? Ich hab das jetzt auf einen ich habe noch ein kleines gemacht, deswegen ist das da oben ein bisschen schwarz geworden, weil das Große ist noch nicht fertig. Das ist halt immer hier in der Zeit eine sportliche Angelegenheit, einen Kuchen oder eine Torte zu machen. Wie lange war das drin? Das war jetzt 30, 25, ja, das war zu kurz. 20 Minuten war zu wenig? Ja. Waren jetzt doch deutlich mehr? Ja, da war es zu viel. Ja, fangt's an. Nein, das war, weil das die Oberhitze war und unten auf dem Dingsen war. Das haben wir dann keinen Platz gehabt deswegen. Aber das ist okay. Also, Soll ich anschneiden? Oder? Macht's dir das? Ich habe auch Tankschirrbesteck dabei. Na, raus, aber es ist dann jetzt vielleicht das andere, das ist noch zu warm. Komm, ich schütte das mal raus jetzt. Komm her, ich habe eine Idee. Johann hat eine Idee. Vorsicht. Ja, aber das ist eventuell, bricht es auseinander, weil es noch nicht zu heiß ist. Ich fange das sofort an. Das wird auch sofort vernichtet. Gut. Weil das ist, also warm ist gut, aber heißen Kuchen ist nicht so gut. Ne? Aber ich finde, wir haben hier einen Mangel an Kuchen und Torten in der Sendung. Deswegen machen wir selten. Ist es ja, ist es immer schön, wenn man das dann trotzdem noch mal macht. Nein. Wärmt das Herz. Ah. Doch, das klappt. Geht schon raus. Ja. Und dann sofort wieder zurück. Und jetzt wieder zurück. Super. Okay. Das ist oben runter. Ja. Sehr gut. Tarte L'Apricot. Der hat sich jetzt erschreckt. Also. Ja.
Achso, okay, bitte. Du, kleinen Löffel will hier keiner, ja? Ja, ich würde das. Schreckst du uns den kleinen Löffel entgegen, da wir, wollen wir alle gleich. Ich habe gleich zwei mitgebracht. Ja, genau. Das ist heiß, ne? Ja. Deswegen ist es noch so ein bisschen weich. Bisschen, deswegen. Also mit dieser glibberigen Konsistenz haben wir es heute, ne? Ja, die Auster, das Rührei die und jetzt der Kuchen. Die müsste die Möglichkeit haben zu ruhen. Dann stockt es auch. Und jetzt ist, läuft natürlich alles raus. Und, ist, und warm zu heiß ist das nichts. Aber die lauwarm ist das sensationell. Mhm. Also man merkt schon, dass das schmeckt. Mhm. Aber gut. Es ist halt einfach von der Zeit her. Nein, hat zu wenig Zeit, Leute. Man kann sowas nicht in so kurzer Zeit backen. Müsst ihr jetzt einfach nochmal. Ja, die dauert noch bestimmt 20 Minuten. Mhm. Ja, zu wenig Zeit. Setzen, weißt du? Aber sensationell gut. Also wenn ihr nicht wollt. Dann ist es du. Oder wenn es euch zu heiß ist. Ich nehme die. Wir nehmen die nicht mit heim. Da kommen wir nicht mal bis zur Tür mit der. Andreas? Ich finde es auch sehr schöne Idee, aber wie gerade gehört, also plus 20 Minuten, aber das können Sie im ZDF-Text nachlesen. Also, 515? Genau. Ja, zum Ruhen nicht mehr 20 Minuten im Ofen. Also vielleicht 5 Minuten im Ofen und dann setzen lassen, ein bisschen ab. Ja, aber der Teig ist super klasse, gell? Ja. Also am Rand kann man schon merken, der Teig ist echt butterzart. Der kann was, ne? Mhm. Der ist knusprig, aber zart. Mit dem Kännchen Kaffee. Also ich würde ja gerne, ich werde ja kein Urteil oder schlechtes oder gutes Urteil abgeben. Das ist ja. Aber weißt du, was ich immer bin? Ich würde die Früchte natürlich in Alkohol vorher einlegen. Oder? Die kann man dazu trinken, ne? Sahne Marille dazu. Damit du nicht so kurz kommst, heute ist noch dein Himbeergeist. Den kannst du jetzt trinken. Genau. Okay. Wir trinken die Früchte. Ja. Aber wir trinken eine Marille dazu. Aber nicht extra. Ja. Markus, hast du gekostet? Ich habe gekostet. Ich mag diesen Teig. Du magst diesen Teig? Ich mag diesen Teig. Ja. Ich mag diese Fülle. Mm. Ja. Ja. Aprikosen sind nicht mein Ding. Der ganze Rest schmeckt mir fantastisch. Markus, müssen wir also auch ein Stück bringen. Ich würde sagen, wir haben wenn unser Publikum noch eine Stunde bis nachts um eins hier bleibt, dann kriegt ihr nachher vielleicht noch ein Stück von dem Fertig. Okay. Vielen Dank euch allen hier. War toll. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Schön, dass Sie da waren. Jetzt, heute Nacht würde ich mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.